2021 und wir machen heute weiter mit Wirtschaftsinformatik MV2 und zwar wie gehabt mit dem Thema Kovarianzmatrix. Das erste, was wir uns angucken, ist ein Beispiel und dafür fangen wir an mit der Generation von Daten. Okay. Das erzeugen wir manuell diesmal. Import NumPy as NP. Shift Enter. Und dann sagen wir mal, haben wir die Durchlaufzeit. Den Output, so wie wir gehabt haben in der Vorlesung. Und die Qualität. Und dann werde ich die gleichen Daten holen wie bei dem Beispiel. Damals in der Qualitätsvorlesung, in der Statistikvorlesung. Mit eckige Klammer. Und dann tippe ich die Daten, so wie sie aufgelistet waren in dem also letzte Woche in der Vorlesung. 380, 410, 93 und 440 und 300, 2500, 1800, 1700, 1500, 1300. Okay, das sind einfach nur unsere Daten. Und dann können wir, sind wir in der Lage, die Daten oder die Kovarianzmatrix zu erstellen. Als erstes müssen wir ein Array machen mit den ganzen Daten. Okay, das macht man mit runder Klammer erstmal und dann eckig. Und dann die Variablen Durchlaufzeit, Output und Qualität. Und wenn wir diese Array haben, dann sagen wir numpy.gov und das erzeugt dann die Kovarianzmatrix. Data und Bias gleich True. Wenn ich auf Shift-Enter drücke, dann kommt die Kovarianzmatrix fast von alleine. Okay. Wie gesagt, das sind die gleichen Zahlen, die wir letzte Woche ermittelt haben in der oder ausgelegt haben in der Vorlesung. Wir können auch klar eine grafische Darstellung in Form von einem Heatmap aufbauen. Dafür brauchen wir wie immer Seaborn und Matplotlib. Okay. Wir nennen die Daten Cov von Covariance. Okay. Das ist unsere unsere Kovarianzmatrix wie oben. Dann sagen wir die Labels oder Labs. Das sind die Labels und das sagen wir, das ist Durchlaufzeit, Output und Qualität in Klammer, das sind die Labels. Und dann sagen wir sns.heatmap. Von was? Von Cov, das sind die Daten, also die Kovarianzmatrix. Annotation x gleich true,
Also bitte zeige mir die Labels. FMT ist eine besondere Art der Darstellung. Und dann XTick-Labels sollten die Labs sein. Und YTick-Labels auf der Y-Achse sollten auch die Labs sein. Dann sage ich plt.show. Und wenn ich auf Shift-Enter drücke, dann zeigt er mir die Kovarianzmatrix. Ich kann auch das gleiche erzeugen mit anderen Farben. Das ist für der eine oder andere hübscher. Wenn ich sage CMAP mit dem gleichen Code und dann sage ich YL, also Yellow, Green, Blue, dann zeigt er das gleiche in einer anderen Zeitskala oder mit anderen Farben. Gut, das ist jetzt die erste Annäherung ohne Normierung. Jetzt sagen wir mal, Beispiel 1 ist ohne Normierung. Gibt es Fragen diesbezüglich? Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir ein neues Beispiel. Beispiel 2 mit Normierung. Die Datengeneration wiederhole ich jetzt nicht. Erstmal mache ich die Normierung. Oder mache ich einen Header. Die Normierung erfolgt folgendermaßen. Warum nimmt er nicht? Genau, jetzt. Die Normierung erfolgt folgendermaßen. Ich sage einfach Data normiert ist gleich Data minus Mittelwert von dem Data geteilt durch die Standardabweichung. So ein bisschen, was wir gemacht haben, indem wir z ist gleich x minus μ geteilt durch Sigma. Haben wir in der Vorlesung so gemacht. Jetzt haben wir die Daten normiert und wir müssen einfach nur den Code von oben wiederholen. Also ich mache jetzt die grafische Darstellung nur, ist integriert. Aber also den gleichen Code wie beim 1.1.3, allerdings wo Kopf steht, mache ich einfach, oder wo Data steht, mache ich einfach Data Norm. Das ist jetzt Kopf Norm. Kovarianz normiert und alles andere ist, glaube ich, gleich. Ich klicke auf Shift Enter und ihr seht, wie die Kiste sich verhält. Okay. Data. Wenn ich jetzt auf False drücke,
beim Bias, was macht er? Okay. Ein Moment, insert cell below. Data norm. Warte mal, das ist nicht so ganz korrekt, was ich hier mache. Ich werde erstmal die Zahlen ändern, weil ansonsten ist es nicht da. Der Grund ist, dass die ganzen Daten in unterschiedliche Dimensionen unterwegs sind. Ich werde sie einfach alle in der gleichen Dimension setzen. Damit das passt. Probier mit anderen Zahlen. Das ist nicht schlimm, das kriegt ihr alles nachher. Schicke ich euch gleich per Chat. Ich schicke euch einfach diese Zahlen per Chat. Warte. Könnt ihr Copy-Paste machen. Dann haben wir die gleichen Daten. Genau, jetzt ist einigermaßen besser. Der Grund ist, dass die Daten vorher waren nicht ausgeglichen. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Ich wollte es einfach nur zeigen, wie die Auswirkung ist der Normierung. Okay. Lasse euch das nochmal laufen. Strang. Ihr seht, in der Diagonale ist fast immer 1. Außerhalb der Diagonale ist die Matrix symmetrisch. Sowohl oben wie unten. Okay, ich habe das dritte Beispiel, Beispiel Nummer 3. Die Eigenvektoren und Eigenwerte von der Kovarianzmatrix. Okay. Und um das zu gestalten, gehen wir auf NumPy als NP. Ihr könnt euch erinnern, das war die letzte Übung letzte Woche. Matplotlib.pyplot als PLT und import scipy linalg linear algebra. Okay, das ist ein Paket für Linear Algebra. Okay.
Und ich sage, die Ergebnisse, Results, sind die Eigenwerte von Kovarianz normiert. Und dann sage ich ihm, bitte drucke die Results auf. Okay? Und ihr seht, es gibt zwei Arrays. Den ersten sind die Eigenwerte. Okay, also 1,79, 0,040 und 0,738. Dieses J ist 0 mal J bedeutet, dass es eine reelle Zahl ist, ohne imaginäre Anteil. Die drei Vektoren, also 0,58, bla bla bla, den zweiten und den dritten Eigenvektor sind die drei Eigenvektoren von der Veranstaltung hier. Okay, von den Daten, von den normierten Daten. Okay. So, grundsätzlich, hier können wir unsere Daten darstellen und die Kovarianzmatrix ermitteln. Fragen? Okay, eine Übung. Bitte wiederholen Sie das Beispiel Nummer 2 mit einer Normierung der Mittelwerte nach Spalten. Das heißt, nicht mit dem gesamten Mittelwert und Standardabweichung, sondern mit dem Mittelwert der jeweiligen Datensatz. Okay. So was Ähnliches könnte halt in die Prüfung kommen, okay? Also hier haben wir normiert mit Data gesamt. Die Frage ist, also mit dem gesamten Mittelwert von allen Daten. Die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt die Normierung gestalte für nur für die jeweiligen Spalten, okay? Und ein Hinweis ist einfach, ich sage, Data, also Durchlaufzeit normiert, ist gleich Durchlaufzeit. Durchlaufzeit. Ja, okay, gut, ich bin jetzt schon dran, ich mache das einfach. Output normiert. Nicht so schlimm. Output. Output und Output. Und hier bei der Qualität genauso. Zack, ich sage Qualität. Qualität. Großgeschrieben. Qualität. Großgeschrieben. Und hier Qualität normiert. Und dann sagen wir mal, die Daten sind, die Kovarianzdaten sind aus den
Durchlaufzeit normiert, Output normiert und Qualität normiert. Sagen wir mal Data normiert 2. Norm 2. Das ist jetzt die neue Kovarianzmatrix und ihr seht, wie jetzt auf einmal die Diagonale 1 wird. Und wenn wir die Kiste dann darstellen in Form von einer Grafik, die Diagonale ist 1, 1, 1, okay, wie eigentlich in der Theorie. So, ich ändere das Beispiel, weil es keine Übung gewesen ist, Normierung nach Datenreihen. Merke euch das bitte, das ist wichtig für die Prüfung. Gut, Fragen? Jetzt habe ich euch die Übung gemacht, aber gut. Ist auch egal. Gibt es Fragen bitte? Oder gehe ich zu schnell? Ja, hat jemand Fragen? Gibt es jemanden, der nicht mitkommt? Ich wiederhole es gerne. Okay, wir haben uns jetzt die Beispiele der Kovarianzmatrix angeguckt, ohne Normierung, mit Normierung, die Eigenvektoren und Eigenwerte der Kovarianzmatrix, beziehungsweise die Normierung nach Datenreihen, das ist ja wie gesagt wichtig. Und dann gucken wir uns die sogenannte Korrelationsmatrix. Das ist aber a piece of cake sozusagen im Vergleich, wenn wir jetzt die Kovarianz richtig verstanden haben, ist die Kovarianz, ist die Korrelation nach Pearson ganz einfach. Das ist die Formel von der Korrelation von zwei Datensätzen x und y ist gleich die Kovarianz von x, y geteilt durch die Standardabweichung von x mal die Standardabweichung von y. Okay, ist einfach eine Normierung der Kovarianz. Die Kovarianzwerte, entschuldige, die Korrelationswerte liegen immer zwischen minus 1 und 1. Okay? Ein Wert von minus 1 bedeutet, Entschuldigung, zwischen 0 und 1. So ein Quatsch. Ein Wert von 0 bedeutet keine Korrelation. Ein Wert von 1 bedeutet volle Korrelation. Wenn das eine sich ändert, beim Wert 0, wenn das eine sich ändert, wenn x sich ändert, dann ändert sich x nicht, y nicht. Und wenn ein Wert von 1 ist, dann ändert sich y mit x genauso gleich. Okay? Genau. Volle positive Korrelation. Schon richtig. Und dann gibt es eine negative Korrelation. Die Theorie von diesem Thema werden wir uns morgen angucken in die Vorlesung. Negative in der Statistikvorlesung. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit.
die wir uns aber jetzt mit echten Daten angucken, nämlich wir generieren Daten, okay, also Beispiel 1, Korrelation von Krebsdaten, das ist, glaube ich, Breast Cancer, also Brustkrebsdaten, das sind echte Daten, Brustkrebsdaten aus einem Datensatz. Und das erste ist, machen wir den Datensatz klar. Das holen wir uns vom sklearn.datasets, import load breast cancer. Dann importieren wir Pandas, damit wir diese Daten halt manipulieren können. Wir nennen eine Variable breast cancer load breast cancer. Dann die Daten ist gleich breast cancer data. Und die Labels oder die Namen von den Spalten gucken wir uns an. Features sind die Breast Cancer Feature Names. Dann definieren wir einen Data Frame mit Pandas. Data Frame von Data und Columns sind die Features. Und dann sage ich ihm, bitte gib mir die Shape von den Daten, Shape und die Features. Ich drücke auf Shift-Enter und ihr seht, ich habe 569 Datensätze mit 30 Spalten jeweils und der Mittelwert vom Radius der Krebsbefund, Mittelwert von der Rauigkeit, Mittelwert vom Perimeter, Mittelwert von der Fläche, wie glatt es ist, wie kompakt es ist, wie Concavity, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, die Symmetrie, die fraktale Dimension und so weiter und so fort. Okay, 30 Eigenschaften, die an jedem Krebsbefund dann gemessen werden. Das ist natürlich sehr wichtig für Wissenschaftler zu wissen, was sind die wichtigsten von diesen Eigenschaften. Wir nehmen uns jetzt die ersten 6, okay, damit es nicht so krass wird, machen wir eine grafische Darstellung von der Korrelationsmatrix. Diese Korrelationsmatrix ist eine der wichtigsten Elemente, die ihr lernt in dieser Vorlesung, und es ist sehr nützlich für eure Zukunft, okay? Auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur lineare Beziehungen darstellt, okay? Also erstmal mache ich es für alle. Matt, Korrelationsmatrix ist gleich df.cor, okay? Dieses COR. RR liefert die Korrelationsmatrix, und dann sage ich, stell es mir bitte dar in Form von einem Heatmap, so wie gehabt. Annotation ist gleich true. Und dann mal sehen, was rausgespuckt wird, sozusagen.
Er denkt ein bisschen. Und ihr seht, es ist nicht lesbar. Das sind die 30 Beziehungen, also 30 mal 30, die ganzen Beziehungen hier zwischen den Elementen. Ich nehme mir jetzt nur die ersten 6 Elemente, damit es etwas einfacher ist zu lesen. Das 6 sehe ich hier und die Elemente wähle ich mit iLock. Nur also alle Zeilen und aber nur 6 6 Kategorien und 6 Merkmale. Okay. Mean Radius korreliert zu 99% mit der Fläche, wie es eigentlich verständlich ist, korreliert aber ganz viel auch mit dem Perimeter, okay, das versteht man auch, korreliert aber nur mit 0,17 mit dem mit der Rauigkeit, mit dem Smoothness, okay. Was das bedeutet, wie gesagt, gucken wir uns morgen in der Theorie an. Wichtig für eure Zukunft auf jeden Fall, die Korrelationsmatrix gut zu verstehen und gut machen zu können. Okay. Gibt es Fragen? Dann, soweit haben wir uns die Kovarianzmatrix und die Korrelationsmatrix angeguckt. Und nun gucken wir uns ein neues Thema an. Ja, warte. Nämlich die Eigenwerte und Eigenvektoren der Kovarianzmatrix nennen wir sogenannte Hauptkomponenten oder in Englisch Principal Components. Okay. Die Eigenwerte und Eigenvektoren, die wir ermittelt haben in der Kovarianzmatrix in dem Punkt 1.3, okay, die bestimmen oder beschreiben die Daten am besten. Okay? Wie gesagt, diese Theorie gucken wir uns morgen an. Die Theorie beschreibt diese Eigenwerte und Eigenvektoren der Kovarianzmatrix als Hauptkomponenten oder Principal Components. Man redet von einer sogenannten Principal Component Analysis. Die Analyse der Hauptkomponenten, versteht sich. Okay? Und wir werden uns ein Dataset angucken von einigen Dimensionen, von 3 Dimensionen. Wo habe ich hier? Genau. Wir werden uns ein Dataset angucken von 3 Dimensionen, weil diese Angelegenheit wird benutzt für die Dimensionalitätsreduktion. Okay, also wir haben 3 Dimensionen und wir projizieren die Daten auf
zwei Dimensionen. Das erste, was wir tun, ist eine Datengenerierung. Okay. Eine Datengenerierung, das machen wir NumPy als MP. Wir setzen ein Random Seed 1, damit es immer die gleichen bei Zufallszahlen, damit immer die gleichen Ergebnisse kommen. Und wir generieren Daten mit einer bestimmten Kovarianzmatrix und einer bestimmten Mittelwert oder Eigenwerte, okay? Die Daten werden folgendermaßen generiert. Ich kopiere einfach euch den Code in dem Chat, da müsst ihr nicht tippen. Okay. Ich erkläre kurz, was das bedeutet. Erstmal schaffen wir einen Vektor von Mittelwerte, der ist 0, 0, 0 und eine Kovarianzmatrix 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Und dann schaffen wir eine Matrix 3 mal 20, der diese Mittelwerte hat und diese Kovarianzmatrix hat. Das heißt, mit diesem kleinen Code hier können wir Daten generieren mit beliebigen Mittelwerten und Kovarianzmatrix aufbauen. Okay? Also ich könnte zum Beispiel sagen, mein Mittelwert von dem ersten Datensatz ist 1, minus 1 und hier wieder 1 und hier meine Kovarianzmatrix sollte 1, minus 2, 2 sein und minus 1 und 0,5 und 0,3 und so weiter. Okay? Ne, eigentlich sollte es symmetrisch sein. Warte, das stimmt nicht ganz. Ich mache alles 1, dann ist es symmetrisch. Sonst würde er meckern. Okay, also ich habe jetzt ein paar Daten generiert und ich würde gerne diese Daten auch grafisch darstellen. Okay, nachdem die Daten generiert wurden, machen wir eine grafische Darstellung, weil ich den Code bereits generiert habe oder gemacht habe, kann ich es einfach kopieren. Ich kopiere es wieder in dem Chat und dann muss ich es einfach nur erklären. Ihr bekommt den Chat alle, oder? Ja, gut. Ja, also die grafische Darstellung ist, wird so gemacht. Okay. Das ist ein bisschen anders, als was wir jetzt bisher gemacht haben. Aber ich erkläre es ganz kurz. Es ist easy. Nicht so Rocket Science. Es ist einfach eine dreidimensionale. Was macht der hier? Warum meckert der? Ja. Es ist einfach eine dreidimensionale Kiste hier, wo wir die Daten generiert haben. Ich mache es so, wie ich es vorher hatte, gefällt mir besser irgendwie. Habe ich bessere, ja, okay, also ich habe jetzt, damit ihr so ein Bild vor Augen habt, dieser Code der dreidimensionalen
Darstellung ist jetzt nicht unbedingt relevant für die Prüfung, okay? Ist einfach nur, damit ihr die grafische Darstellung sieht und was das Ding jetzt gemacht hat mit den Daten. Ich habe zwei Klassen. Klasse 1, das sind diese Daten. Das ist eine Matrix 3x20. Und Klasse 2, also hier Klasse 2, auch eine Matrix 3x20, das sind die roten Punkte. Okay? Einfach, stellt euch vor, zwei Datensätze von zwei unterschiedlichen Werken oder zwei unterschiedlichen Maschinen oder irgend sowas. Okay? Und wenn wir diese Daten haben, erzeugen wir die Hauptkomponenten. Der Daten. Dafür machen wir aus den Daten nur einen Datensatz, weil unser PCA oder unsere Hauptkomponentenanalyse braucht nicht die unterschiedlichen Klassen. Wir erzeugen einfach nur eine Klasse. Okay? Wie wir gesehen haben, gut, warte mal, ich kopiere den wieder hier. Wie wir gesehen haben, das Erste, was wir tun, ist, wir müssen warte mal, habe ich das als Beispiel dargestellt? Ja. Erstmal müssen wir den Mittelwertvektor darstellen. Dann sagen wir mean von x ist gleich np.mean all samples 0, Doppelpunkt. Das heißt, er holt sich die erste Spalte von dem Datensatz oder von den Samples mean. Die zweite Spalte, ihr weißt, dass bei Python immer den Zähler fängt dann bei 0 an. Und dann zeige ich den Mean-Vektor ist gleich np.array mean x. Danke, danke schön, danke. Min y und min z. Und dann sagt er print min Vektor oder Mittelwertvektor Doppelpunkt eine neue Linie Backslash n. Das ist eine neue Linie, Komma, Mean Vektor. Dann Shift Enter. Und dann meckert er, weil ich was falsch gemacht habe. Warum? Warum meckert er jetzt? Takes one. Mir fehlt hier nochmal eine eckige Klammer. Und hier nochmal. Unser Mittelwertvektor ist das. Das gleiche machen wir jetzt mit der Kovarianzmatrix. Denke dran, wir wollen die Eigenwerte
und Eigenvektoren der Kovarianzmatrix erzeugen, okay? Oder ermitteln. Das mache ich mit folgendem Code. Kopiere ich euch in dem Chat. Okay, also die Kovarianzmatrix ist gleich np.cov, das ist so wie vorher. Und dann hole ich mir einfach die Samples, all Samples 0, 1 und 2. Und dann drücke ich auf Shift-Enter und das ist jetzt 0, 2, 1 und 2. Okay. Und dann die Eigenvektoren und Eigenwerte von der Kovarianzmatrix. Letztendlich, was wir erzeugen wollten. Können wir durch folgende Textzeile ermitteln. Das sind die Eigenwerte. Und das sind die Eigenvektoren. Wir können auch diese grafisch darstellen. Wiederum, das ist jetzt nicht relevant für die Prüfung, aber ist interessant, intuitiv, vor allem für morgen, für die Theorie. Ich kopiere einfach den Text Class Definition. Wie gesagt, nicht relevant für die Prüfung. Es ist einfach nur intuitiv, damit ihr das Gefühl bekommt, wie das Ganze dann ausschaut. Marker Size muss weg. Das muss auch weg. Und dann der Loop for. Ebenso. Rein, rein und rein. Und dann. Ich kopiere es gleich, okay, also warte mal ganz kurz, ich schicke es euch per Chat, wenn es formatiert ist, weil ich habe es in dem PDF. Ich probiere es mal, das geht. Ja, es geht. Gut, ich schicke es einfach per Chat, okay. So, was bedeutet diese Scheiße jetzt? Diese drei Pfeilen sind die, gut, erstmal, diese Punkte sind nicht mehr wie oben in zwei Klassen geteilt, okay, weder blau noch rot, weil unsere Hauptkomponentenanalyse unterscheidet nicht zwischen blau, rot oder whatever, okay, der nimmt einfach die Daten und macht einfach die Hauptkomponenten. Was bedeuten diese Hauptkomponenten? Intuitiv. Das ist die Richtung, in der die Daten am besten erklärt werden. Okay? Das heißt, in diesen Vektoren, in diese Richtungen, die uns gezeigt werden, in drei Dimensionen, die Daten sind am besten darstellbar. Das heißt, die Punkte haben die minimale, kleinste Abstände zu den Daten, zu diesen Pfeilen. Okay? Wir werden morgen in der Theorie uns das auf zwei Dimensionen angucken, aber ich denke, ist es gut, wenn wir das in drei Dimensionen ansehen.
So, ich werde jetzt, opa, ne, warte. Ich mache jetzt ein Beispiel in zwei Dimensionen. Beispiel PCA 2D, okay, mit den gleichen Daten. Aber erstmal mache ich hier eine Insert Heading Above. Beispiel 3D, das machen wir runter eine Ebene, das machen wir, das können wir so lassen, genau, das können wir so lassen, Mittelwert, bam, 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 und genau, okay, so und jetzt machen wir das gleiche, aber mit zwei Dimensionen, okay, also ich kopiere einfach den Code. Das mache ich jetzt weg, Delete. Hier anstatt zwei Dimensionen mache ich einfach nur drei, mache ich zwei Dimensionen. Der meckert, weil ich nur zwei Dimensionen brauche. Ja, gibt es eine Frage? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, auch klar, natürlich. Die, wie gesagt, die grafische Darstellung ist jetzt nicht so wichtig. Die Inhalte sind klausurrelevant jetzt. Ja, klar. Die was nicht klausurrelevant ist, die, sind die zwei grafischen, dreidimensionale grafische Darstellungen. Wie bitte? Ich verstehe kein Wort. Mikrofon scheint nicht so funktionieren. So, das gleiche, also wie gesagt, ich mache jetzt das, den gleichen Code als oben, bedarf jetzt nicht weitere Erklärung. Sorry. Mean Value und dann zack. Das ist der Mean Vektor. Und die Kovarianz Matrix. Nur von den einen Samples. Kovarianz Matrix und die Eigenvektoren. Wenn wir jetzt das Ganze darstellen. Dann haben wir die Eigenvektor. Und ihr seht jetzt der Eigenvektor anstatt drei, die Eigenwerte anstatt drei Komponenten zu haben, haben wir jetzt nur zwei, so wie wir in der Theorie gesehen haben. Die Eigenvektoren genauso gibt es nur zwei Eigenvektoren von der Kovarianzmatrix und das sind auch die Hauptkomponenten. Okay? Okay, gut. Gibt es Fragen? Ich sage, diese Richtungen
sind die Richtungen, die die Daten am besten darstellen, sind die Richtungen, an dem es minimaler Abstand zu den Daten gibt. Es ist nicht trivial, diese Richtungen zu finden, und es ist ganz wichtig, wenn ihr Kennzahlensysteme zum Beispiel von einer Firma habt. Stellt euch vor, wir haben jetzt die X-Values ist die Durchlaufzeit, Y-Values ist der Output, Z-Value ist die Qualität. Und diese Hauptkomponenten ergeben dann die beste Kombination von den Kennzahlen in unserer Organisation, um halt die besten Ergebnisse zu liefern. Okay, also das ist eine ganz wichtige und praxisorientierte Ansatz, die ihr auf jeden Fall benutzen werdet in eurer Zukunft. Deshalb ist wichtig, dass sowohl die Theorie als auch die Praxis mit Hilfe von solchen Methoden dann bekannt ist. Okay, Fragen? Bitte. Morgen in der morgigen Vorlesung in Statistik gucken wir uns die Theorie von der Korrelationsmatrix, Theorie und Beispiele, okay, natürlich, von der Korrelationsmatrix und die Theorie und ein zweidimensionales Beispiel von dem PCA, Principal Component Analysis, in Detail. Okay, Principal Component Analysis, Hauptkomponentenanalyse in Deutsch, in Detail. Okay. Fragen bitte. Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Bleib bitte kurz dran. Ich brauche kurz eure Aufmerksamkeit bzw. eure Zeit. Die Übertragung oder das Aufzeichnen der Vorlesung.